Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid. Endlich ist wieder Let's Play World of Tanks Zeit und da zeige ich euch ein Replay von Tiger, Löwe, Leopard, da du seine ganzen Lieblingspanzer in Namen vereint. Allerdings gespielt mit der Su-122-44 und ja, ich weiß, die zeige ich zurzeit öfters, aber scheinbar kommt die bei euch so gut an, weil ich bekomme auch einfach so viele Replays von diesem Panzer, das ist unglaublich. Also ich würde ja gerne selber was anderes zeigen, allerdings, wenn da wirklich eine sensationelle Runde nochmal dabei war, und das ist sie, dann will ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Also schauen wir mal, was er hier das so mit dir machen kann. Er spielt zusammen mit dem Donnerstahl 13, dem IS im Zug. Dementsprechend hier auch fahren sie auf die gleiche Seite. Und das ist mal schön zu sehen, nicht in den klassischen Wald, wie es ja doch immer sehr viele machen und immer da man auch gerne mal das eine oder andere Replay sieht. Nein, ganz im Gegenteil, sie fahren hier auch die Einsatzfeierlinie und wollen dafür Action sorgen. So, Baumfällen geht in die Statistik mit ein, von dem her auch den einen oder anderen immer mal wieder kaputt machen, ganz klar. Er positioniert sich jetzt hier auf G1. Ist hier Top-Tier, das ist natürlich wieder fabelhaft. Das haben wir schon einmal in einem Replay gesehen. Gerade mit Tier 5 Panzern macht es richtig Spaß. Und da ist schon der erste M6. Auch wenn es ein Tier 6 ist, aber auch da geht einiges. So, den IS jetzt beschießen. Beide Teams haben eine AT, der Gegner hat sogar eine FV-AT. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt hat er sich gedacht, da steht er doch ein bisschen aktuell schon direkt sehr im Fokus. Deswegen positioniert er sich gleich ein wenig da um. Und kommt jetzt hier auf den IS und auf den T-34 drauf. Beim IS prallt er ab, da wäre die AT offen. Muss jetzt hier aber aufpassen natürlich auch, dass er da nicht selber stark getroffen wird von den Gegnern. So, der IS guckt nur auf ihn. Er prallt wieder ab. IS schießt Gott sei Dank in den Boden rein. 1 zu 5 schon für den Gegner. So, jetzt guckt der IS aber zur Seite und er verschießt. Da ist die Kanone gerade alles andere als nett gewesen. Also wenn sie jetzt hier langsam nicht das Game drehen, dann sehe ich da schon schwarz. Für die Jungs und Mädels. So, da hat er die AT, aber er kommt nicht drauf. Da ist minimal das Haus im Weg. Jetzt schafft er es drauf. Noch ein Stück weiter rechts. Genau so. Und höher und dann da der Blindshot. Und der nimmt die AT raus, hat sich nicht bewegt. Sehr doof von der AT, so lange offen zu sein und wirklich die Stelle nicht zu verwechseln, nicht zu wechseln. Jetzt der KV-85 da hinten. Da kann er auch nochmal einen Schuss draufsetzen. Ja, und der nimmt ihn raus, sehr gut. Der zweite Kill und der dritte für den Zug von 4 Kills. Und das sollten wir im Auge behalten, weil auch das wird noch ein Thema werden in diesem Replay. Wie sie hier zusammen als Zug agieren. So, jetzt fährt er hier ein bisschen aggressiver drauf. Da kommt er jetzt auf den IS, zieht sich wieder zurück. IS hier mit wenig Schaden, kleinen Kanone. Und jetzt macht der Donnerstahl den Kill. Jetzt kommen hier die Gegner nach. Aber hier kann er jetzt seitlich schön auf den AT2 halten. Aktuell schon 2000 Schaden. 7 zu 9 nur noch. Also sie kämpfen sich zurück, wobei der Gegner jetzt auch schon am Cap fast steht von ihnen. So, der T-34 prallt hier ab und er nimmt ihn einfach mal raus. Ganz relaxed praktisch sogar schon. Gegner fährt jetzt in den Cap rein. Da sollten sie meines Erachtens mit hin und helfen zu decappen. Und da der KV-1S
schießt mit HE, aber da kriegt er gleich die Revanche und den Killshot. Beide haben jetzt 4 Kills, sind also auf dem Weg, jeder für sich zur Top Gun, beziehungsweise natürlich wäre noch ein entscheidender Beitrag theoretisch drin. Kanone war kaputt, aber die hat er gleich repariert. Der VK prallt hier ab und jetzt nimmt er ihn raus. So, der Panther. M10. Oder Manta, wie ich ihn nenne. Jetzt sind sie auch die beiden letzten Verbliebenen hier für das Team. Einer 5 Kills, einer 4 Kills. 3 Gegner sind noch da. Das heißt, wenn sie es hier schaffen, ist theoretisch wirklich noch der entscheidende Beitrag möglich. Ja, da müsste ich gut anstellen. Was auf jeden Fall schon mal gut ist, sie haben beide noch ordentlich Struktur. Keiner, der jetzt hier wenig hat. Und der Gegner ist hier mit Tier 5, 6 und einem 7er jetzt auch nicht mehr so stark aufgestellt, dass man sagt, das ist unmöglich. So, jetzt positioniert er sich. Macht hier einen Wirkungstreffer auf den T1 Heavy. Jetzt rushen sie hier den IS. Schönes Fokus von den beiden, aber auf den 150er. Jetzt wird auf den Panther gegangen. So, der IS macht seine Top Gun klar nach dem 6. Kill. Jetzt nur noch er hier, den, da macht er auch eine Top Gun klar. Und wiederum den entscheidenden Beitrag. Und ob sie das schaffen oder ob es hier doch noch was passiert, lasse ich euch einfach mal in Ruhe. Und vielen Dank schon mal für eure allen Kommentare und bis zum nächsten Mal. Euer Aikaramba.